Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und ja, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier mit der guten Maria unterwegs und sind jetzt hier irgendwo und nirgendwo. Und in einem neuen Gebäude, wie es scheinbar aussieht. Ja, das ist sieht auf jeden Fall wieder sehr, 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 sehr atmosphärisch hier aus, ey. Das ist so geil. Und da freue ich mich schon. Okay, das Schloss ist kaputt. Gibt schon wieder Resident Evil Vibes hier. Okay. Nur bei Resident Evil ging jede Tür irgendwann auf. Die sind alle kaputt. Ja, geil. Ein neues Gebäude. Okay, wir untersuchen wieder jeden Raum. Wir sind auf der Suche nach ein paar dekorative Teller. Nichts besonders interessant. Auf der Suche nach irgendjemandem. Es ist ein Stillleben. Und eine Karte? Jawohl. Oh, schaut euch das an. Oh, eine Karte vom Baldwin Haus. Ja, geil. Hammer. Wir haben eine schöne Villa, oder was ist das hier? Oh, schön. Ah, was freue ich mich. Da freue ich mich drauf. Der Kamin ist abgeriegelt. Nicht benutzen. Steht da. Okay. Do not use. Ja, stimmt. Alles bloß Geschirr interessiert mich nicht. Wie? Ist doch eine Frau. Naja, egal. Speicherraum? Okay. Und hier lag doch noch irgendwo Muni. Hier lag doch Muni auf dem Tisch. Die nehme ich mir natürlich. Da. Erste Hilfekasten, zweimal Muni. Okay. Gut. Abgeschlossen. Da ist nichts drin. Schade. Ja, finde ich auch. Okay. Sonst noch irgendwas? Krieg ich an diesem Schrank da? Schöner Raum, ne? Ey, da hab ich echt an Essen. So, dann können wir hier wohl weiter ins Esszimmer. Oh, Dining Room ist auch zu. Hä? Ah, andere Seite. Dining Room, ja, kennt man auch. Dining Room. So, Treppe. Es sieht echt so aus wie bei Resi. Das ist so geil. Wieder diese geile Parallelen hier. Das ist kaputt, okay. Munition? Hier liegt überall Munition. Was ist mit euch los? 71. 77 Schuss haben wir schon wieder. Ja, das reicht für ein paar Zombies. So, das kommt mir echt gerade vor wie Resident Evil 1. Das Herrenhaus, ohne Witz mal. Haben die das irgendwie kopiert? Sieht irgendwie so aus, ey. Kaputt. Sieht auch die gleiche Türen und alles. Eieiei, weg damit. Und direkt kaputt treten. Weg damit. Mannequin-Monster. Ah, so. Da geht's sogar rein. Ah, wir sind im... Okay. Wir sind im oberen Stockwerk. Was ist das? Eine weiße Tafel. Das da ist nichts, okay. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Mensch, Uhr. So, aber das haben wir. Checken wir... Och, warum lebt denn der jetzt schon wieder? Warum lebt der denn wieder? So, verdammt nochmal. Wow, was für eine Kamera-Trio. Da können wir... Oh, wartet mal, da war ein Dings. Nicht vergessen. Gesundheitstrank. So, was haben wir hier? Hier war doch ein Durchgang. Ja, okay. Abgeschlossen. Okay, da können wir eh nicht hin. Alles klar. Ich komme mir echt vor wie bei Resi 1 hier. So gut. Einfach so gut. Oh, da ist eine Katze. Is somebody there? Open up. Oh. Hello? Es ist ein Zombie.
stop it. You're disturbing me. Thank God. I finally found somebody. Can you open the door? No. But why? Is it really necessary for me to answer all your tedious questions? Yes. Oh, I didn't know that. I want to be alone. Other people just irritate me. I just want to see another human face. Do you know what's happening in this town? There's no one here. Just monsters. Yes, I know. But so what? It has nothing to do with me. No one here means there's no one to disturb me. You want to be alone in this insane asylum? Yes, exactly. But how can you say that it's this town that's insane? Perhaps it's we who are insane. Both of us, hopelessly insane. Are you satisfied? Would you leave me alone? My name is Maria. What's your name? Ernest. Hemingway? Baldwin. Ernest, I'll be back. Komischer Kauz, der Kerl, ey, echt. Ernest, are you there? No, I guess not. Natürlich ist er da, der hat nur keine Lust auf uns. Okay. Wie kann man alleine bleiben wollen bei so einem Wahnsinn? Geschlossen. Also ich würde mich doch da mit jedem wirklich... Alter. Okay, gehen wir wieder zurück. War es vielleicht der Ernest? Nee. Okay. Ich würde mich da doch verbünden wollen mit anderen Menschen. Was zur... Manchmal gibt es echt verrückte Menschen, ey. Okay, der ist Kind oder so. Ja, ich glaube, das Spiel wird uns einfach nur triggern. Ah, wir können es aufmachen. Nee, kaputt. Okay. Das heißt, wir sind jetzt wieder in dem... Ach. Wir sind wieder in dem... Okay. Aus irgendeinem Grund steht eine nach oben führende Leiter im Kamin. Es scheint ein Loch dort oben zu geben. Nein, noch nicht. Ah ja, okay. Interessant. Geh aber nochmal bitte zurück. Und ich würde gerne da oben nochmal ein bisschen weiter erkunden. Ich glaube, da war noch was, oder? Ah nee, da war gar nichts mehr. Da war gar nichts mehr. Shit. Ja, okay, da... Nein. Da müssen wir wieder da rein. Okay, aber Stand jetzt deutet sich noch nicht an, dass es irgendwie in eine Albtraumwelt geht. Deswegen geh da hoch. Wo? Wo guckst du hin? Ah, ein Speicherpunkt, oder was? Ah, nein, das ist eine rote Tafel. Eine schwarze Tafel. Okay, wir kriegen wieder unsere coolen Story-Items. Okay. Sehr interessant.
In der Mitte des Grabsteins gibt es eine quadratische Vertiefung und darüber wurde eine Grabinschrift vorsichtig eingemeißelt. Ah, ist also wieder ein Rätselchen hier, okay. Mit dir starb die Freude. Was bleibt, ist Verzweiflung und eine Zukunft ohne Bedeutung. Aber ich werde nie aufgeben und dein wunderschönes Lächeln wiederzusehen. Um den Segen der Götter zu erbitten, ich warte auf diesen Tag, diesen Schlüsselbruch. Wenn die Tafeln alles bedenken, ist auch alle meine Traurigkeit bedeckt. Aber bis meine Träume zur Wirklichkeit zurückkehren, werde ich all den Schmerzen schlucken müssen. Unterhalb der Vertiefung ist ein schlüsselfesten Stein eingebettet. Egal, was ich versuche, ich komme nicht heraus. Ja, dann setzt mal die blaue Platte ein. Oh, gibt es gar nicht. Ja, aber... Okay. Die rote Tafel. Ja, uns fehlt noch eine blaue. Okay. Gibt es hier sonst noch... Okay, das ist interessant. Das ist wieder ein schönes Rätselchen. Ja. Das ist aber auch nur hier. Ich komme hier nicht weiter weg. Prüfen. Wenn die blutroten Worte gefunden werden, werde ich dieses Ding weihen. Oh, ihr Götter, tief im Schlaf, gewährt uns Glück auf ewig. Steht auf der Rückseite. Wenn der finstere Gral gefunden wird, werde ich dieses Ding weihen. Du, der den Tod verweigerst, gewähre uns Glück auf ewig. Was? Das hier? Wenn der weiße Atem gefunden wird, werde ich dieses Ding weihen. Oh, Geist des Nebels, gewähre uns das Glück auf ewig. Was zur Hölle? Mit dir starb die Freude. Okay, ich weiß gerade nicht, welches Ding ich da einsetzen soll. So. Aber da passiert nichts. Vielleicht. Ach, die kann man übereinander. Was? Unverändert einsetzen, 90 Grad nach rechts drehen und einsetzen, 180 Grad drehen und einsetzen. Ah, man muss alles bedecken, oder was? Verwenden. Mach mal 90 Grad drehen. Ah, okay, ich hab's geblickt. Die Löcher in den Tafeln überschneiden sich. Ich kann immer noch die andere Seite. Okay. Ah. Okay. Dann lassen wir die mal drin. Das heißt, die müssen sich alle überlappen. Warte mal, doch, da muss das andere nämlich zuerst rein. Schönes Rätsel. Okay, das heißt, wir müssen, so dass alle bedeckt werden. Ja. Wir können die Sachen ja auch drehen, das ist es, ne? War das dann? Nee, dann ist aber unten links das Loch da. Okay. Die Dinger noch mal genau angucken. Also das hier muss dann ein... Ja, wobei... Das Ding muss eigentlich als erstes rein. So. Okay. Dann... Kann man... Das hier vielleicht... drehen. 180 Grad. Ja. Dann sind nämlich...
das passt nicht. Verdammt. Okay, das sind noch zwei. Okay. Dann nehmen wir die mal wieder raus. Eieiei. Okay. Das ist interessant. Das ist einfach Trial and Error ist gerade. Ne? Vielleicht müssen wir das als erstes reinmachen. So, und dann haben wir... Das hier? Dann sind es schon nur noch zwei. Okay. Und dann nehmen wir das hier dann verwenden und um 180 Grad drehen. Ah, shit. Eins ist noch offen. Tafel. Aber machen wir nur eine. Okay. Okay, dann machen wir das hier mal 90 Grad. Ach nein, das wollte ich nicht. Tafel entfernen. Okay, das ist ein guter, schon ein guter Weg. Wir machen mal das hier mal verwenden. Oh, nein! Es ist immer so. Das, so, jetzt langsam. 90 Grad nach links drehen. Ja, jetzt ist es alles abgedeckt. Bei der Überschneidung der drei Tafeln wurden der Schlüssel freigegeben. Haha. Ich habe den Akazienschlüssel. Ja, sehr schön. okay. Schönes kleines Rätsel. Leiter hinuntersteigen. Ja. Akazienschlüssel, also. Speicherpunkt. Ja, nehme ich. Passt denn der rein? Warte mal. Zeigt eine eingravierte Akazienblüte in einer Steinplatte eingebettet gefunden. Okay. Wo können wir denn damit hin? Können wir da vielleicht irgendwo hin? Okay, ja, das war ein cooles Rätsel. Da muss man ein bisschen so um die Ecke denken. Das finde ich gut. Jetzt müssen wir nur gucken. Aha, vielleicht können wir ja zu Ernest. Ernest Bolton. Vielleicht können wir ja zu ihm hier. Ne, schade. Okay, ist abgeschlossen. Wenn du den Schlüssel nimmst. Ne. Okay. Ansonsten gibt es da tatsächlich nichts. Wartet mal, vielleicht. Hier die. Und dann hier durch. Und dann hier hinten das. Ah, okay. Haben wir den Schlüssel noch? Nein. Okay. Oh Gott. Komm jetzt hier Runde reingesprungen oder was ist los? Ah, bitte nicht. Piano-Raum. Schade. Da können wir nichts... Kaputt. Schade. Piano-Raum hätte ich gerne gehabt. Kinderzimmer. Da liegt Munition, oder was ist das? Mensch, Maria. Ach, die blöde Kamera. Streichhölzer. Kaputt. Was? Das Regal ist voller Märchenbücher und andere Kinderbücher. Ich bin sicher, dass ich es nie gelesen habe, aber es kommt mir bekannt vor. Ein kleines Kinderbett. Die Stofftiere sind aufgestellt. Ja, okay. The Kids Room. Ja, okay. Mehr haben wir hier nicht. Was ist das hier? Echt Resident Evil Flair hier. Oh mein Gott. Oh Gott. Was? Okay, das kommt mir bekannt vor hier. Die Ecke. Ich kann gar nichts sehen, wenn ich doch nur etwas
Licht hätte. Ja, wir haben das Streichhölzer gefunden. Und da ist noch eine Kerze. Hier ist eine Kerze. Ja, muss die Streichhölzer. So. Okay. Licht angemacht. Wo war? Da ist es. Es ist ein Haufen Schrott mit Spinnweben. Sieht nicht so aus, als wäre da was Nützliches dabei. Doch, da ist doch was. Da liegt etwas unter dem Stuhl. Ist das eine Geburtstagskarte? Meinem liebsten Papa, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag von Amy Baldwin. Ah, die können wir da, okay, die können wir bei dem RNS benutzen. Okay. Geburtstagskarte, also, okay. Und hier oben war. Was waren das wieder für komische Stimmen? Ach, Leute. Ihr seid so. Ach, ich weiß nicht. Willst du es wieder ausmachen? Eine brennende Kerze schafft es fast nicht. Du willst es nicht ausmachen. Okay, dann nimmst du einfach. Was ist los? Was ist los? Ja, okay. Gib es. Oh Gott. Ja, das mache ich. Das hatte ich eh vor. Danke. Oh mein Gott, das ist irgendwie creepy. Okay. Alter! Oh. Hab ich erschrocken, ey. Hab ich mich erschrocken vor dem Scheißteil. Oh. Okay. Wow. Das war ein guter Schocker. Wow. Okay. Alles klar, Ernest. Oh, noch einer. Wow, wo kommt die her? Sag mal. Kaputt. So. So, Ernest. Oh. Oh. Wir können da rein. Okay. Was? Was habe ich gefunden? Ah, Gesundheitstränke. Eine Uhr? Ich glaube, sie ist kaputt. Die Zeiger bewegen sich nicht. Die Lounge. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Haut er einfach ab. Erste-Hilfe-Kasten. Es gibt nichts Interessantes im oder über dem Kamin. Okay. Dann mal weiter hier. Ach, die schon wieder. Ja, die kennt man ja. Eieieiei, genau, die kleinen Dinger hier. Wieder raus erstmal. Ja, und wir sind orange, das ist auch okay. Das ist kaputt. Jetzt ist sie offen, okay. Ah ja, okay. Jetzt suchen wir da noch weiter. Geradeaus weiter, okay. Ihr ekelhaften Viecher, Mann. So. Oh Gott, hier geht's scheinbar weiter. Raus da. Eieiei, das ist noch ein Gegner. Eieiei. Hopp, das bald. Oh, eieiei. Blöden Dreckskäfer, Mann. Oh, weg damit. Und tritt drauf. So, das war gut. Ihr blöden Käfer. Kaputt. Kaputt. Oh, verdammt. Was? Es ist eine Vase und eine Löwenstatue. Die kann ich jetzt nicht gebrauchen. Okay. Ich werde gerne diese Kerne. Die machen echt viel Schaden. Finde ich. Das andere Vieh, das kann man ja noch kaputt treten, ne? Nee, leider nicht. Okay. Dann geh hier rein. Oh Gott, das wird jetzt wieder. Okay, was ist hier? Irgendwas ist hier. Das ist ein Zombie. Ich schieß einfach mal. Okay. Oh. Keine Buddy mehr, wie? Doch. Wir haben noch genug Buddy, ich wollte schon sagen.
Ah! Verdammte Axt! Oh, Musik, ey, Mann. Okay, jetzt sind wir hier in diesem anderen Bereich. Oh, es gibt da noch ein... Ach du Kacke, das ist ja... Wow! Richtig groß hier, okay. Kaputt. Na, schade. Was habe ich gesagt? Es ist groß. Das war's dann schon wieder. Okay, schade. Aber, okay, wie geht's uns? Bisschen rot. So. Damit es dir wieder gut geht, liebe Maria. Kaputt, das heißt, wir haben einen langen Gang hier. Wie gesagt, bitte keine Hunde. Oh, da liegt Muni. Nicht übersehen. Bitte keine Hunde. Bitte keine Hunde, um Gottes Willen. Ah ne, das ist ja nicht Resident Evil. Das ist auch Service-Raum. Ah ja, hier sind teils Tränke und Munition. Okay. Sonst gibt's hier nichts. Ah, doch. Okay. Ah, wir können ins Esszimmer. Endlich. Oder? Und das ist auch zu. Auch? Wir kommen nicht in dieses blöde Esszimmer rein. Das ist ja deinig. Da kommen wir vielleicht. Ja, es sind jetzt zwei Wege. Eieieiei. Da kommt man hin. Okay, ich gehe wieder raus. Speicherpunkt, okay. Ah, dieser. Wir müssen da hin. Na toll. Okay. Ja, da hinten. Das ist ein normaler Gegner, mein Gott. Was macht ihr mit eurer Musik hier immer? So. So, was haben wir hier? Study. Okay, oh, was? Hier ist eine Uhr, aber sie scheint nicht mehr zu gehen. Das nützt mir gar nichts. Okay. Das Bücherregal ist voll mit mehrwändigen Ausgaben kompliziert aussehender Bücher. Interessiert mich überhaupt nicht. Auch keine Leseratte, hä? Aber hier liest du drin. Okay. Verlorene Erinnerungen. Ich habe großes Vertrauen, man könnte sogar sagen, Glauben in das Wunder der Wiederauferstehung von den Toten. Blood Mist, nein. Red, White, Black, okay. Was auch immer. Ach, verdammt. Jetzt habe ich was überlesen. So, jetzt. Auf dem Berg, auf den das Licht herabstieg, intonierte das Tier sein Lied. Mit Worten aus Blut, Tropfen aus Nebel und dem Gefäß der Nacht wurde das Grab zu einem offenen Feld. Die Menschen weinten vor Angst und Freude über die Wiedervereinigung, aber ich wankte nicht in meinem Glauben an die Erlösung von Xuchilpaba. Okay, was auch immer. Auch die alten Legenden berichten davon. Für die ursprünglichen Anbeter war der Tod nicht das Ende, sondern nur der Weg, auf dem der Verstorbene zur Natur zurückkehrte. Das ist so einfach wie Star Wars. Sie glaubten auch, dass dieser Vorgang unkehrbar sei. Jemand hat etwas unten auf die Seite geschrieben. Hat Ernest das geschrieben? Was bedeutet das? Blut ist rot, Nebel ist weiß, Nacht ist schwarz. Boah, man weiß es nicht, was es bedeutet, ne? Ach, okay. Wieder die Uhr. Ja, alles klar. Gut. Dann würde ich mal sagen, geht's hier beim nächsten Mal weiter. ich guck noch kurz das Bettzimmer. Da kommt sogar noch der Cutscene. Na. Okay. Die gucken wir noch. Why do you ask me that? This letter. To my dearest daddy. It's from a girl named Amy Baldwin. Your daddy? Yes. Where'd you find that? Up in the attic. What a fool. Now,
It's too late. I finally understand why. Why she was there. Why she was holding that empty envelope when she fell. Ernest, Amy, she isn't... I'm sorry I reminded you. No need to apologize. You didn't remind me. I've never forgotten. Maria? Some things we forget, and some things we can never forget. It's funny, I'm not sure which one is sadder. It's been 10 years, but I still... Ernest, I'm sorry. I didn't know. No, it's fine. Maria, that letter. I'll leave it here. Thanks. Oh, weia. Okay. Maria? Oh, geht noch weiter. So, you must be... That's why you could see me. Huh? So perhaps that means that I can hope for a miracle as well. What do you mean? In the apartment next door, there's a bottle containing a white liquid. I don't know exactly where it is, but I know it's in there somewhere. I must have it. You... want me to get it for you? Please. Why don't you just get it yourself? Hätte ich es auch gefragt. If I could, believe me, I would. But I... White? I'll open the stairway door. Ernest, do you really believe it will work? I don't know. Well, that's okay. I don't mind fighting for an impossible cause. Anyway, it beats just giving up and doing nothing. Maria, thank you. Ah ja, sehr, sehr tiefgründig das Ganze. Na gut. Amys Geschenk für ihren Vater Ernest mit einer gekugelten Geburtstagskarte gefunden. Ich glaube, das lasse ich hier. Genau. Genau, wir sollen eine weiße Flasche finden im Bedroom, okay. You think miracles really can happen? This is Silent Hill. Yeah. Maybe that's the problem. Oh, Maria, you think too much. I'm from here. This is my town. Hm, okay. Er glaubt also an Wunder. Ja, warum auch nicht? Okay, liebe Leute. Sehr tiefgründig das Ganze. Ich würde es vorschlagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ja, dann würde ich mal sagen, mit diesem Storyfetzen verabschieden wir uns für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Seht gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal.
Und ja, dann würde ich sagen, wir wünschen schon einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss, ne? Tschüss.